Viele Bereiche des alltäglichen Lebens sind zurzeit auf ein Minimum reduziert oder gar eingefroren. Darunter leidet nicht nur jeder Einzelne, sondern auch die vielen Vereine, die immer wieder bemüht sind, ein reichhaltiges Angebot zu gewährleisten. Im Bruck informiert Sportreferent Christian Mayer, wie die Zukunft für Freizeit und Bewegung in der Stadt aussieht. Ja, durch den Coronavirus steht natürlich auch die Sportwelt still. Das gilt auch für Bruck an der Mur, wo wir ein besonders reichhaltiges Vereinsleben haben mit über 130 Vereinen und 65 Sportvereinen. Und jetzt erfreulicherweise gibt es in den ersten Bereichen gewisse Lockerungen, was das Verbot betrifft, beziehungsweise was die Möglichkeit bietet, gewisse Sportstätten zu öffnen. Das betrifft zum Beispiel die Leichtathletikanlage bei uns im Speziellen auf der Murinsel oder auch die Tennisplätze oder auch Schießstätten dürfen jetzt wieder geöffnet werden. Das heißt, ein kleiner Bereich wird jetzt einmal gelockert und die Leute haben die Möglichkeit, zumindest in diesen Sportarten Sport zu betreiben. Wie schaut es bei den Vereinen generell jetzt aus? Wie stecken die diese Situation weg? Ja, es ist, glaube ich, für alle eine sehr ungewohnte Situation. Natürlich, wir waren alle quasi in den Saisonvorbereitungen, insbesondere die Freiluftsportarten. Andere Sportarten mussten ja von heute auf morgen ihren Betrieb einstellen. Das ist natürlich eine sehr ungewohnte Situation. Andererseits hat es vor allem auch finanzielle Folgen für die Vereine, Verdienstentgang, Einnahmenentgang für gewisse Vereine. Und das stellt uns natürlich vor Herausforderungen. Und wir als Stadt werden natürlich alles unternehmen, um unsere Vereine zu unterstützen, auch Fördermöglichkeiten gemeinsam aufzuzeigen, beziehungsweise die Vereine zu unterstützen, wenn sie Förderungen etwa beim Land oder auch beim Bund lukrieren wollen. Also es gibt Gelder, es gibt Vorgaben seitens der Bundesregierung. Wie schaut es jetzt da überhaupt in einer Gemeinde aus? Wie arbeitet man gemeindemäßig mit den finanziellen Mitteln oder mit den Möglichkeiten, die einen die Bundesregierung vorgibt? Also wir haben ja ein gut funktionierendes Förderungsmodell, was den Sport betrifft. Das ist ja nicht ausgesetzt, das gibt es ja weiterhin. Und wir müssen uns jetzt eigentlich bei allen Vereinen, bei den 65 Vereinen, jeden Fall einzeln anschauen. Das heißt, es gibt ja Vereine, die zum Beispiel eigene Sportstätten haben, die jetzt einen Verdienstentgang haben und die einfach in finanzielle Nöte geraten. Da sind manche mehr betroffen, manche weniger betroffen, aber wir bieten natürlich jedem Verein die Möglichkeit, sich an die Stadtgemeinde zu wenden, an das Sportreferat, an den Gernot Schwimmer, und wir werden uns wirklich jeden Verein genau anschauen und dort, wo es möglich ist, entweder auf kurzem Wege unterstützen oder dann eben bei den Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes mithelfen, weil in erster Linie gibt es ja dort auch die Möglichkeit, Unterstützung zu lukrieren. Das ist jetzt die Situation Sport im Allgemeinen. Es gibt aber jetzt langsam auch Lockerungen. Ich glaube, Tennis ist da auch betroffen. Wie schaut es jetzt mit der Tennisanlage aus? Es ist so, dass die Tennisanlagen generell in ganz Österreich mit 1. Mai öffnen dürfen. Allerdings unter besonderen Vorschriften und Richtlinien, die derzeit vom Tennisverband erarbeitet werden. Das heißt, Hygienemaßnahmen bzw. auch das Einhalten der Abstandsregeln ist ein absolutes Muss. Es wird ein 10-Punkte-Programm insgesamt geben, dass man zum Beispiel auch nur Einzelspielen darf und kein Doppel spielen kann, dass es die Restaurants nicht geöffnet werden dürfen, die Clubhäuser geschlossen bleiben und auch die Dusch- und WC-Anlagen nur dort, also die WC-Anlagen dürfen geöffnet werden, aber die Duschanlagen dürfen nicht geöffnet werden. Das heißt, man will im Tennisbereich den Sport ermöglichen, aber es geht sicherlich nicht in der Form, wie es bisher möglich war. Es steht auch in den Sternen, wie es mit der Mannschaftsmeisterschaft weitergeht, ob sie überhaupt starten kann. Die ist jetzt einmal von Mai auf Juni verlegt worden, aber da bin ich eigentlich sehr skeptisch. Ich glaube, dass wir uns auch im Tennis darauf einstellen müssen, dass es heuer ein heruntergefahrener Betrieb ist, wo man mit der Familie, mit den Kindern spielen kann, vielleicht noch im engsten Kreis, aber sicherlich keine Mannschaftsmeisterschaft. Also Lockerungen, die jetzt stattfinden, die sind eigentlich sehr minimal. Wie schaut es eigentlich mit dem Schwimmbad aus? Beim Schwimmbad weiß man noch nicht. Also was feststeht, ist, dass mit Anfang Mai sicherlich nicht geöffnet werden kann. Aber man hat es ja jetzt in den Medien gelesen, es gibt ja Überlegungen, dann über die Sommermonate unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen Bäder zu öffnen. Wie sich das ausgestalten soll, das weiß man im Moment, glaube ich, in keiner Gemeinde. Und da muss man sich wirklich
sich gut überlegen, ob man das macht. Also das steht noch überhaupt in den Sternen, aber auch dort gilt, dass ein geregelter Badebetrieb, wie wir ihn bisher gekannt haben, auf keinen Fall in Zeiten von Corona möglich sein wird. Ob es und wann das soweit sein wird, das werden die kommenden Wochen weisen, aber da müssen wir natürlich auch auf die Entscheidungen der Bundesregierung abwarten. Wir bedienen ja alle Kanäle, also sei es jetzt online, Print, ganz egal, und wir sind eigentlich sehr schnell unterwegs, um Informationen an die Bevölkerung zu bringen. Und natürlich beim Freibad haben wir tausende Besucher jeden Tag, wenn Schönwetter herrscht. Und auch da werden wir natürlich die Bevölkerung zeitnah informieren. Nur wie gesagt, man kann sich darauf einstellen, dass es im Mai einmal keinen Betrieb geben wird. Und ob es dann einen Betrieb geben wird, das wird man dann sicherlich auch in unseren Medien lesen. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge unserer Fitnessreihe. Ich hoffe, ihr habt die letzte Übung gut gemacht, dass Spaß gehabt habt. Wichtig ist wie immer gut aufwärmen und die Übungen korrekt ausführen. Heute haben wir wieder drei Übungen, das sind der Push-Up, die Standwaage und den Einbeinstand. So, die erste Übung sind Push-Ups, auf Neudeutsch Liegestütz. Das heißt, wir legen uns hin, die Arme sind unter den Schultern und während wir nach unten gehen, strecken wir das rechte Bein. Beim nächsten Mal das linke Bein und wir machen das Ganze so oft wie möglich. Bei der Standwaage stellen wir uns auf einen Bein hin, nehmen die Kettlebell oder was anderes Schweres, halten sie gestreckt vom Körper und beugen uns dann nach vor, sodass der Körper waagrecht ist. Das Ganze dauert so 10 bis 12 Sekunden und dann natürlich das Bein wechseln. Die dritte Übung ist ein Einbeinstand. Da ist es besten, wenn man einen Partner hat. Man stellt sich auf einen Bein hin, macht das linke Auge zu und der Partner schießt dann den Ball eher auf die linke Seite. Dann, wie gesagt, ändern auf die rechte Seite und das mache ich so 20 bis 30 Mal. So, das waren wieder drei spannende, tolle Übungen. Macht es gut, habt Spaß dabei und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.